Party! Jubiläum! 20. Folge! Das war jetzt vielleicht ein bisschen erschreckend, aber wir sind tatsächlich in der 20. Folge Dead by Daylight. Und es freut uns, dass ihr auch immer alle dabei seid. Oder, Susi? Ja, dass ihr noch dabei seid. Also wir haben ja inzwischen schon den ein oder anderen von euch mit DBD ein bisschen anstecken können, wie wir den Kommentaren auch immer entnommen haben. Das freut uns natürlich sehr. Und ja, es ist die Jubiläumsfolge und ich höre nichts, ich sehe nichts. Wir haben bestimmt Micha oder sowas. Oh nein. It's the new. Ich gehe mal hier ins Feld. Ich gehe an den Jen ran, der jagt jemanden. Also ich bin ja in der Nähe des Kuhbaumes. Ich weiß nicht, wo du bist. Am Ausgang in der Ecke hinten. Okay, dann weiß ich, glaube ich, wo. In der Ecke. Hinterm Mähdrescher. Ja, dann bin ich einen weiter quasi. Okay. Ja, auf jeden Fall 20. Folge. Wir freuen uns sehr. Das stimmt. Dass ihr noch dabei seid. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass wir wirklich so viele Folgen schaffen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, wir machen da so vielleicht 3, 4 Folgen, weil es eh keinen interessiert. Aber ja, falsch ihr gedacht. Seid noch alle, ja, ihr seid noch alle fleißig dabei. Und auch in den Streams. Ihr wollt ja immer DBD, das freut uns natürlich auch. Und DBD macht im Moment ja noch Spaß. Ja, so bis das neue Patch kommt, dann glaube ich, wird es keinen Spaß mehr machen. Aber wir werden sehen. Richtig. Das müsste ja eigentlich schon draußen sein. Die Maps und sowas, die neuen, die angepasst, ist alles noch auf dem PTB. Oder? Eigentlich müsste es schon draußen sein. Am 29. Ja, bitte. Was für den 20. März? Oder 29. April! Ach so, ja, sorry, vergesst. Ja, es müsste zu diesem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, ja, schon draußen sein. Oh, ich hab's mal wieder nicht gerafft. Nein, es ist, ich musste auch kurz rechnen. Weil wir produzieren das ein bisschen vor, weil Susi hat doch einen Zahnarzttermin und ja, da ist nicht so ganz sicher, ob wir am Wochenende, bevor die Folge rauskommt, aufnehmen könnten. Deswegen produzieren wir ein bisschen vor. Ja, weil wenn mein Gesicht noch geschwollen ist und ich nicht richtig reden kann, ist das nämlich doof. Deswegen erkennt, oder? Das klingt ja so. Deswegen müssen wir ein bisschen vorproduzieren und so. Wow, erkennt wirklich tryhard, das ist ja übel. Hat den einen schon angeschlagen? Ja. Ich habe aber halt auch kein Borrowed mit. Das Problem ist... Ich auch nicht. Das Problem ist auch, wenn er schießt, hat er dich halt... Ich geh mal hier an den Jen und versuch mal reinzuscheißen. Vielleicht bist du in der Nähe? Ja, ja. Ich bin hinterm Killer. Ich hab reingeschissen am Jen hier direkt in der Nähe. Nope. Ich komme auch. Oh! Ich hab's versucht. Los, hol sie schnell runter. Jetzt ist der Haken zwar für mich frei. Er hat's auf die Obsession abgesehen. Das sieht ja witzig aus, was ihr hier macht. Wir kriegen dich hoch, wir kriegen dich hoch. Du rennst erstmal weg, ich kann noch angeschlagen werden. Lauf, 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 lauf. Ich hock mich unter den Haken. Oh mein Gott. Ach übrigens, noch eine zweite Ankündigung. Ich bin jetzt mal so frei. Eigenwerbung. falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt ab sofort oder seit letzter Woche die DBD-Folge auch aus meiner Perspektive sehen. Wenn ihr möchtet. Auf meinem YouTube-Kanal. Da habt ihr dann zum Beispiel diese Aktion da auch, aus meiner Sicht. Ja! Habe ich Tina überredet? Ja, so ein bisschen. Also es war spät, wo die Entscheidung gefallen ist, dass wir das probieren. Aber dann dachte ich, was habe ich zu verlieren, ne? Vielleicht interessiert es ja doch jemand, das auch nochmal aus meiner Sicht zu sehen. Ja, also unbedingt alle auf YouTube/Kupfermünze. Da könnt ihr Tina beobachten. Ja. Oh. Aber er ist wirklich nur beim Mähdrescher hier hinten, wo der Haken war, wo wir alle waren. Okay. Habe ich gerade seinen Kopf gesehen.
weiß auch nicht, ob er die. Ja, er ist immer noch bei der Obsession. Ich hatte ja irgend so einen Perk mit, dass er die killen muss, um extra Punkte zu kriegen. Weißt du was? Ich schmeiß mich jetzt dazwischen. Ich weiß, tut mir echt leid. Die sind hier bei der Hedge. Bei der Shack. Okay. Ich bin da an einem Gen im Feld. So, ich habe eingetankt, aber. Er geht wieder auf sie. Er interessiert sich null für mich. Machen wir jetzt die Gens an. Ja. Ja, die sind da hinten. Da drüben der ist auch schon relativ weit, also. Ja, sie sind oben auf dem Mähdrescher. Ich finde, Klödi ist auch da. Ich verstehe mal nicht, was das soll, weil er hat dann im Endeffekt nur die Obsession liegen. Weißt du? Ja. Ja, ich halte es schnell. Ich habe ja Verwandt mit. Warte. Wow. Was soll das denn? Oh, sorry. Was soll das denn, Mensch, Carina? Es tut mir sehr leid. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt noch einen Rettungsversuch oder machen wir uns den Gen an? Wir gehen zu Klödi erstmal zum Gen, oder? Der müsste eigentlich eh gleich an sein. Okay. Okay, Klödi rennt. Warte, ich gehe mit Klödi rüber. Klödi, du mit Klödi, ich mach Gen. Ich verstehe nicht, was das soll, ey, ganz ehrlich. Was ist das für ein Arsch? Lafke. Oh nein! Ja, sie hat Adrenalin, sie hat Adrenalin. What? Ich versuche zum Ausgang. Oh mein Gott. Ich gehe zu dem Ausgang, wo ihr gerade wart. Oh, verdammt. Ich guck mal kurz, ob ich das tot empfinde. Halt allen Ernst, ist nöd. Die ist RIP jetzt, ne? Ein Totem habe ich gemacht. Ja, gut, ansonsten gehen wir halt raus, weil. Ja, ich bin jetzt aber auch nicht mehr am Ausgang, weil da war er ja gerade. Ich weiß gar nicht, wo die Ausgänge sind. Also den einen habe ich gesehen, aber. Okay, dann da, ist wo sie gerannt hat. Und der andere ist um die Ecke rum quasi. Irgendeiner ist jetzt gerade am Ausgang. Ich renne hier noch durchs Feld. Ja. Klödi ist an dem Ausgang, wo sie gehangen hat. Oh, verdammt, ey. Er hat Klödi gelegt. Ich bin am anderen Ausgang. Ist noch hier. Aber ich habe jetzt Nöd nicht gesehen. Wenn wir jetzt retten, sind wir halt selber. Naja, er ist hier. Er läuft hier rum. Wow. Warte, ich mach das Tor auf 99. Naja. Ich guck nochmal. Ich guck mal beim Kuhbaum, oder warst du da schon? Nee. Nee. Vielleicht in der Shack? Warte, ich geh nochmal in die Shack. Ich versuch mal. Nope. Ich renn auch mal ins Feld. Ah, oder am Mähdrescher. Vielleicht liegt die dort genau bei Nöd. Was macht er? Er steht dort rum und wartet, dass wir sie retten kommen. Hier ist ein Totem, das brennt nicht. Also am Mähdrescher ist es hier auch nicht. Bin gerade hinten. Alter. Klödi, wir geben alles. Wir hätten jetzt locker schon rausrennen können, ne? Aber ja. Ich glaube, es hätten wir auch tun sollen. Ich glaube, das endet nicht gut für uns. Ja, aber hier ist auch nichts. Hast du an dem anderen Mähdrescher hinten geguckt? Ja, ich bin gerade beim zweiten gucken. Hast du auch oben drauf geguckt? Nein. Ja, da können nämlich auch drauf. Er hebt sie. Ja, dann merkt er, dass wir nicht kommen, dann würde ich raus, oder? Jetzt hängt er sie an den Ausgang, den du aufgemacht hast. Oh, scheiße. Ei, ich bin hier. Du rennst mir gerade entgegen. Ja, ich gehe dort hinter. Kacke, Mann. Der ist auf 99. Wo ist Nöd?
Wo ist dieses beknackte Totem? Jetzt hat er aufgemacht. Ich bin am anderen Ausgang. Na, warte, dann komme ich auch rüber. Jetzt hat er uns ja so ein bisschen Zeitdruck gemacht, ne? Ist hier vielleicht das Nöt? Also ohne das Nöt bringt das alles nichts. Nee. Hier hab ich, das habe ich weggemacht. Jetzt laufe ich hier schon wieder lang. Hier war ich doch gerade. Lass mal hier gucken. Also ich bin jetzt im Ausgang. Ich habe die Luke. Die ja, ist direkt hier am offenen Ausgang. Ich finde das scheiß Nöt nicht. Ich auch nicht. Ist der vielleicht da? Ist das vielleicht da, wo er steht? Vielleicht hat er sie deswegen dorthin gebracht. Aber ich war dort erst auch gucken. Hast du hier oben auf den Mähdrescher drauf geguckt? Bei dem war ich oben, ja. Ich war bei dem anderen nicht oben. Ja, da war ich oben. Ach komm, lass uns gehen. Das bringt nichts. Sorry, Klödi. Sorry. Shitstorm, Adde, ahoi. Wir sagen ja einfach, wir haben Nöt nicht gefunden. Oh, ist echt... so ein campy Killer. Boah, sorry. Echt, Klödi. Es tut uns leid. Wirklich? Aber hey, wir sind entkommen. Ja, darum geht es ja in unserem Let's Play eigentlich, dass wir entkommen. Und ja, ich würde sagen, damit ab in die zweite Runde. Gina. Sorry. Ich glaub, die Claudette eben hat was sauer auf uns. Sie hat zumindest nicht reagiert. Und nee, weißt du was? Das jetzt hier ist die Strafe. Ja. Die Claudette eben. Wir haben uns eben noch im Afterchat bei der Klödi entschuldigt, aber sie hat nicht reagiert. Oh yeah. Wir haben Kotzi. Sie ist bei mir. Oh, hi, du rennst wieder. Wie immer bist du bei mir? Sorry. Lauf, Ace, lauf! Ja, kannst du ja nichts für. Auf jeden Fall, ja, haben wir uns entschuldigt. Der Killer hat dann irgendwas auf Russisch geschrieben, was wir nicht. Also das Einzige, haben. Was ich verstanden habe, war Totem. Ja, irgendwas hat er mit Totem geschrieben. Ich habe dann Wodka geschrieben und dann hat er Sosi geschrieben und wir wussten gar nicht, was Sosi heißt. Vielleicht war das was Beleidigendes, ich weiß es nicht. Ja, vor allem, es muss ja nicht mal heißen, dass das so sie war, sondern die sprechen die Buchstaben ja auch anders aus. Ah, oh, wir haben korrupte Intervention. Also, sie hat von mir abgelassen. Okay. Glaube ich. Nee, hat sie, glaube ich, doch nicht. Jetzt bin ich krank. Oh nein, Tina ist krank. Aber ich wasche mich. Oh. Weil ja, wasch dich. Wasch dich rein von deinen Sünden. Ja. Oh, aber nicht bei mir hier unten. Sorry, sie kommt. Wieso bist du denn immer da, wo ich bin? Wir ziehen uns halt magisch an. Ich sitze hier hinter dem Karton. In dem Raum, wo der Jen ist, bin ich. Okay, sie ist hinter mir. Hier ist keine Palette, nichts. Das dann wird nicht. Wieder hoch. Ah, das wird nichts. Jetzt hat die auch noch das Ding mit, dass du schreist, wenn sie dich legt. Oh. Ah, hier ist ein Ausgang übrigens an dem Haus. Ich bin, glaube ich, bei beiden Ausgängen gerade vorbei. In meiner Spaziergangsrunde. Sie geht wieder ins Haus runter. Weil sie denkt wahrscheinlich, dass ich da unten bin. Die anderen beiden sind da unten. Genau. Bist du auch krank? Lauf, Ace. Ist mir egal, Ace. Für dich mache ich das. Sackgasse? Ich wasche mich mal zuerst, weil ich bin noch nicht verletzt. Ja, hat jemand direkt reingeschissen? Ich gehe weiter. Das war doof. Irgendwas geknallt. Oh, jetzt bin ich wieder angekotzt. Wieso? War die bei dir? Ja, die sind bei mir. Ich bin hier an der Straße jetzt an einem Gen. Die Richtung, in die du gerannt bist, ist gut, wenn sie dir noch folgt. Ja, ja, sie ist noch hinter mir.
Run, Sarina, run. Auf zu kotzen jetzt, das ist eklig. Benimmt nach Daschek. Hey, also. Ich mach mal ein Totem weg. Ich glaub zwar nicht, dass die nöt hat, aber nach dem, was wir letzte Runde erlebt haben, lieber die Totems wegmachen. Die Olle ist immer noch hinter mir. Ich hoffe, die anderen machen auch ein Gen in der Zeit. Oh, ihr seid hier. Alter. Oh, oh, hi. Sorry for that. Sie folgt aber dir. Naja, ich liebe jetzt. Jo. Ich hab auch geschrien. So lang weggerannt, wie es ging. Von du bist mega lang weggerannt. Ich bin hier hinterm Busch. Die war aber auch mega langsam, die Olle. Sie ist, warte, sie ist noch hier. Sie hat Blutkotze. Oh. Oh, sie hat mich nicht gesehen. Ich sehe sie noch, ich sehe sie noch. Sie, warte, 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 warte. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo sie hin ist. Das ist halt so ein bisschen das. Die ist im Keller dort hinten, wo du warst. Okay. Will ist mit bei mir jetzt am Gen. Okay. Ich bin an der Check jetzt hinten. Okay, und sie jagt die andere. Oh ja, hier hinten. Aber sie kotzt sie nicht an. Nee. Boah, Alter, dieses. Immer wenn die einlegt, bin ich in der Nähe. Das ist doch scheiße. So, ich bin mit Bill jetzt in dem Haus oben am Gen. Ja, ich bin. Aber sie hat Barbecue. Sie bei euch? Ja. Ich versuche zum Haken zu kommen. Sie ist an mir vorbei. Ich bin gleich auch am Haken. Okay, dann geht du zum Haken. Aber sie kommt. Am Haken ist wenigstens. Ja, Mist, es könnte sein, dass sie mich gesehen hat. An dem Haken ist aber nicht voll. Sie hat gerade die Blutkotze. Willst du sie jetzt vom Haken? Ach, sie ist am Haken. Okay, jetzt ist sie wieder weg. Warte, ich hole sie, ich bin da. Okay. Ich riskiere es. Lauf, Mac. Sie kommt. Ich gehe jetzt in die Schule, weil der Gen dort müsste ja weg sein. Unten. Sie folgt mir nicht. Okay. Ich bin gerade unten in der Schule im Keller. Der hier hinten ist an und der im Keller ist auch an, ne? Ja. Ah, sie ist gerade wieder oben im Haus. Hier draußen ist kein Gen. An der Scheck ist noch einer. Da wollte ich hier ran, aber die ist da hinten gerade. Ja, ich guck mal kurz hier im Keller. Im Haus, unten der? Ja. Ist der noch? Wo ist der auch an? Ich glaube, der ist noch nicht angegangen. Ah! Oh. Nee, der ist noch nicht an. Oh, genau in dem Moment, wo ich anfangen möchte, kommt dieses, diese Gen-Blockage. Blockade. Pff, Blockage. Ich bin hier, da wo die Mac hing. Ich bin beim Bill. Okay, ich bin auch in der Nähe. Warte, 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 sie läuft, sie ist noch hier. Sie ist noch auf der Straße, sie kommt wieder zurück. Warte, Mac, soll ich dich heilen? Jetzt läuft sie weg, ich gehe zu Bill. Ja, ich heil die Mac, wenn sie mich lässt. Sie geht die ganzen Gens auf. Wir haben halt ein Problem, dass... Warum lässt sie sich nicht fertig heilen?
du Kacke. Geht's hier runter? Ich bin auch hier in dem Haus oben gerade. Ich bin im Schrank. Ich bin oben. Ich versuche mich hinter der Couch zu... Jetzt hat sie die Mac wieder. Ja. Aber die scheinen nicht wegzugehen, oder? Oh, leck mich am Arsch. Jetzt habe ich wieder geschrien. Leco mio. Wirklich, dieses. Hi, da bist du, ich sehe dich rennen. Hi. Sie ist oben und macht, glaube ich, irgendwie die Palette kaputt. Das ist irgendwie ihr Lieblingshaken, kann das sein? Sie ist wieder im Haus. Geht runter in den Keller. Sie ist halt noch hier. Pass auf, sie kommt wieder hoch. Oder? Nee, sie ist noch im Keller. Jetzt ist sie wieder oben. Jetzt geht sie weg. Sie kotzt hier den Jen an. Sie kommt zurück. Wenigstens der Bill arbeitet. Sie hat mich. Okay, dann gehe ich jetzt in den Keller hier. Ich werde... Boah, ich bin voll vor dem Busch gerannt, ey. Ich werde angekotzt. Dies ist ekelhaft. Oh, hi, Bill. Sorry, Bill. Ja. Nein! Der Jen hier unten ist komplett auf Null zurück. Was ist? Sie trägt mich wieder an ihren Lieblingshaken. Pass auf. Ich meine, sie campt nicht, das muss man sagen. Sie ist fair. Ne? Also sie geht weg. Ich meine, es ist jetzt halt unsere Schuld, dass wir die Gents alle auf einer Seite gemacht haben. Aber da hinten ist irgendjemand. Ich weiß nicht, macht die einen Totem da hinten oder. Macht die. Sie ist im Keller. Ich bin da. Oh Gott. Toll. Jetzt erkranke ich. Ich sehe erstmal zu, dass ich Land gewinne. War doch ein Brunner, toll, da ist schon Blut. Ich suche auch gerade noch einen. Du bist gerade an mir vorbei außenrum, glaube ich. Kann es sein, dass sie keine. Doch, doch, es gibt hier drüben noch drei Brunnen. Irgendwann, ja, ich glaube, wenn alle aufgebraucht sind, kriegt sie, glaube ich, automatisch Blutkotze. Damit die Brunnen wieder frei werden. Oh, Mann, wieso schreie ich denn die ganze Zeit? Das ist doch scheiße. Es ist halt klar, dass sie dort nicht weggeht. Mist, ey, wir haben richtig Mist gemacht mit den Gens. Ja, wo sind die denn aber noch? Vor der Shack, neben der Shack und im Keller dort hinten. Jetzt kotzt sie den Gen hier an. Geht sie neben die Shack. Scheiß drauf, ich steck mich halt jetzt an, aber. Ich muss mal Bill runter. Die ist bei mir. Ja, scheiße, wirklich. Ah, Mist, die Palette ist ja schon weg. Hier in den Keller runter. Ja, ich. Ich bin gleich verletzt und dann. Ja, Mac, jetzt wirst du auch krank, aber egal. Sie hat umgedreht. Ah, okay. Blutkotze. Sie geht zu den Gens zurück. Die beschäftigt uns halt so auch ganz gut, muss man sagen. Sie geht in den Keller. Naja,
Mac, lauf! Oh, du bist dumm, Mac. Wirklich. Ich mach extra bis zum Ende und bleib hier sitzen, damit sie mich nimmt und die Mac rennt einfach nicht weg, die dumme Kuh. Jetzt hat der Bill meinen Brunnen weggenommen. Da opfert man sich hier fürs Team und Mac rennt nicht los. Also wirklich. Na, Bill, geh mal weg. Muss zum Brunnen, Bill. Mich wird es halt jetzt hier oben hören. Ich komme nicht runter, weil du im Keller bist und nun ist der letzte Brunnen und. Oh. Ich bin nicht im Keller. Ich bin hochgekrabbelt. Bin jetzt tot. Tschüss. Also der Jen unten im Keller setzt sich jetzt daran, wenn die weg ist. Der war halb. Der war halb fertig. Naja, sie hat halt aber auch dagegen gehauen, ne? Ja, aber vielleicht ist er jetzt nicht ganz so weit zurück, wenn du dich gleich ransetzt. Oh, diese Runde, Leute, diese Runde! So, warte, wir gucken jetzt zu. Wie geht's schon wieder? Sie ist jetzt irgendwie in der Schule beim Bill? Ja, der hat bestimmt Barbecue. Der hat Blutkurze geholt. Mhm. Bill ist in deiner Nähe. Bill ist draußen. Es wäre cool, wenn er sie ablenkt. Ja, Bill ist oben im Haus. Aber sie ist gerade nicht hier. Sie kommt. Sie kommt runter in den Keller. Ich will den durchziehen. Yes! Fürs Team! Fürs Team! Oh. Ist egal! Du hast es durchgezogen! Also sie ist gegen die Decke gelaufen! Ich finde, man muss halt auch kleine Siege feiern, ne? Und wenn man halt nicht entkommt, egal. Aber. Ja? Mori? Lässt sich ihn? Ah, okay. Nein! Der wilde Bill. Guck, ob du irgendwo die Luke findest. Du bist doch der Lukenlocker. Ach, guck mal. Ich finde. Das Problem ist halt, wenn du stinkst, die findet dich halt überall. Naja. Aber ich finde, das ist halt, ne, man muss bei DBD auch die kleinen Siege feiern. So, ich habe den Gen fertig gemacht oder hey, ich habe das Tor aufgekriegt oder keine Ahnung. Ja, aber ich denke mal halt, weißt du, wäre ich andersrum gelaufen, dann hätte sie mich nicht gleich bekommen. Ja, mein aber. Gott, das passiert. Oh, oh, Bill, lass es. Bill sollte erstmal die Tore aufmachen, ne? Ja, wenigstens auf 99. Es hilft nichts, wenn er mich jetzt aufhebt. Ja. Sie hebt mich auf. Ja, aber ich habe noch nicht gehangen, glaube ich. Oh, sie hat Bill gesehen. What? Ich bin raus. Ja, aber ich war da noch gar nicht so weit. Bill ist jetzt. Ach so, der Ausgang ist neben der Check. Aha, Bill konnte gar nicht an den Ausgang. Oh, sie kommt, Bill, sie kommt. Wo ist der andere Ausgang? Hinterm Haus, hinter dem kleinen Haus, wo du den Jen angemacht hast. Okay, ich muss mich mal kurz waschen. Das bringt ja nichts. Ja, die rennt mit Bill noch an der Check rum. Palette, Bill. Sie. Gestunt. Bill, super. Jetzt renne ich zum anderen Ausgang. Ah, oh, sie hat ihn. Warum hängt sie ihn? Mich nicht. Damit sie wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich halt im Barbecue-Dingsbums-Kacke. Schrank. Zu spät. Ob sie kommt nicht instant. Ist hier eigentlich die Luke im Keller? Keine Ahnung. Schade. Nee. Nope. Ich hätte es Bill noch gegönnt, rauszukommen. Okay. Ach nee, die Luke.
Ausgänge sind halt echt schon wieder nah beieinander. Habe keine städtische Umgehung. Wenn sie clever ist, holt sie Blutkotze. Ich würde jetzt einmal warten, bis sie weg ist, bevor du daran gehst. Oder? Aber die Zeit läuft jetzt halt. Sie kommt. Ah, fuck, sie hat mich jetzt gesehen. Oder auch nicht. Problem ist, schaffst du es jetzt noch? Ich muss jetzt durchziehen. Naja, sie kommt. Das. Ja gut, gibt noch ein paar Jagdpunkte. Palette ist weg. Du solltest die Palette schmeißen. Jetzt bin ich verletzt. Naja. Oh, Ach, ich wollte die verdammt. Palette sehen. In der Palette. So ein Mist. Na gut. Verdammte Kacke. Ja. Ich habe nicht einmal gehangen, diese Runde, glaube ich. Die hätte mich ja Ja. ruhig mal gehen lassen können. Tja. Aber nicht alle Killer sind so nett und lassen dich gehen. Ach, jetzt speit die hier noch rum, die Olle. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Mr. Stefan. Wow. Ich habe die wenigsten Punkte in der Runde. Ich habe auch gefühlt nichts gemacht in der Runde. Wirklich nichts. Ich habe gefühlt alle abgehakt und. Ja, so sehen deine Punkte auch aus, wie alle abgehakt. So, okay. Zweite Runde war ja dann nicht so erfolgreich, aber hey, wir sind immerhin einmal entkommen schon mal in dieser Folge, ja? Das möchte ich festhalten. Und ja, damit würde ich sagen. Hilfe! Ich dachte, wir schneiden das raus. Nein, okay. Nächste Runde. So. Susi hat sich beruhigt, glaube ich. Ich habe immer noch so einen Kratzen im Hals. Oh je. Okay. Dann Oh darf die Susi no. nichts sagen und ich mache alleine und wir haben Darf ich eine sagen, Anna. dass. Ich gerade sagen, darf ich sagen, dass wir eine Enna haben? Die hatten wir schon öfters auf der Map. Warum? Oh, sie ist bei mir. Wo bist du? What? Wie hat sie mich hier gefunden? Als ob das Hat sie. intuitiv war. Okay, ihr seid oben. Rennst du jetzt runter? Ich renne mal weg. Ich renne gleich gar nirgendwo mehr hin. Sie wird jetzt runterkommen und schlagen. Ja. Aber ich stand dort. Ich habe keine Kratzspuren gemacht. Ich stand dort hinter diesem, was auch immer was war. Wir hatten irgendein Totem. Und die kam zu mir direkt. Also wir haben auf jeden Fall korrupte Intervention. Dann hatten wir jetzt irgendein Totem. Bestimmt wegen der Jägerin. Entweder die hat einen Sag. mega schlechten Ping oder die hat mit Absicht so vor mir gestanden. Die rennen noch Kringel um mich. Nee, jetzt ist sie weg. Oh, Klödi hat mich. Klödi klickert. Sie jagt hier oben den Jake. Komm wieder runter. Ja. Klicker Klödi ist auch hier. Wir heilen Jake direkt unterm Haken. Bin ich ja mal kein Freund von, aber. Bin jetzt unten mal an Jen gegangen. Hier seht ihr die Klödia. Wow. Danke, Klödi, du doofe Kuh. Ich habe mich versteckt und Klödi ist instant extra in meine Ecke gerannt gekommen, damit die Olle mich sieht. Wow.
Ja, aber das ist halt eine Klicker-Klödi. Ist klar, dass die so spielen. Die hole ich nicht vom Haken, ganz ehrlich. Hier, Klicker-Klödi ist hinter dir, Killer. Wow. Wow, sie rennt Klicker-Klödi nicht hinterher? Was ist das denn? Die hat jetzt schon keinen Bock mehr auf Klicker-Klödi. Warte, ich komme hier hinten hoch. Sie geht jetzt runter. Muss bloß eine Treppe finden. Das ist nicht so einfach. Pass auf, die Olle ist ja noch irgendwo. Die Klicker-Klödi, ey, es ist. Okay, da ist es der Jen gewesen, wo ich mit Jake kurz dran war. Ja, sie kommen, glaube ich. Lass mich los, lass mich los, lass mich los, bitte. Okay, sie ist wieder runter. Hinten ist ein Totem. Okay, ich suche hier oben noch einen Gen. Ja. Yep. Hier ist noch ein Tor. Legt sie auch mal. Und wer ist genau unter mir? Ja, die kommt jetzt zu mir hin, da. Warte, da gehe ich runter. Ah, die ist schon ab. Okay. Dann gehe ich nicht runter. Ich gehe doch runter, aber ich suche einen Jen. Und ich habe direkt einen. Geh wieder hoch. Bin wieder oben an dem. Die blockt mich. Okay, da hinten seid ihr. Ja, ich muss weg hier, weil hier ist der Keller. Weißt du eigentlich, ob die solche Indoor-Maps auch kleiner machen wollen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe das ja auch nur wo gelesen, dass jetzt mit dem neuen Patch die Maps generell kleiner werden sollen. Ja, also Klicker-Klödi ist auch irgendwo. Ah, sie ist hinter Klicker-Klödi her. Du kannst. Ich gehe mal hoch, mich heilen. Ja, hier, ich bin hier auch. Hi. Willst du heilen oder willst du weitermachen? Ich mach weiter. Denn die sind jetzt unter uns. Die kommt auch hierher. Pass auf. Tina, geh weg. Die ist direkt unter uns. Wow. Klicker-Klödi, du blöde Kuh. Ich soll Klicker-Klödi heilen. Ja, genau. Also, sie ist nicht hier hinten. Ich weiß nicht, wo sie ist. Okay, bei Jake. Wow, Klicker-Klödi. Dafür, dass du mich eben richtig schön. Ah, ja, bitte. Verschwinden sie. Was denn jetzt noch? Wieso bist du denn nicht fertig? Du warst doch. Oh, ey. Irgendwie heilen die im Moment immer nicht richtig fertig. Oder das hatte ich gerade mit der Mac auch, aber ich weiß immer nicht, ob die dann absichtlich wegrennen oder. Keine Ahnung. Sie kommt hoch. Verdammt. Welche Richtung kommt sie? Ich weiß es nicht. Ich bin auch, ich sitze hier unten quasi, direkt vom Keller. Ich weiß aber nicht, ist sie oben? Ach, sie war unten gerade. Sie ist gerade wieder oben. Rennt hier noch Krimi. Oh. Oh. Hat sie dich? Jo. Dann, ich gehe in den Keller dann. Ja.
Also da macht Klickerklödi keine Anstalten, mal den Jake zu retten. Nee, ich gehe hoch. Jake, lass mich vorrennen. Ah, Klickerklödi ist auch jetzt hier. Verdammt. Klickerklödi heilt den Jake. Ich liege gleich. Ich sehe dich. Ach verdammt, ich dachte, ich komme um sie rum. Bin ihr reingerannt. Sie geht wieder runter. Naja, ich bin direkt hier. Warte mal, kommt sie hier wieder hoch? Weil hier ist noch... Sie ist unter mir. Sie kommt hoch. Kacke. Ah, ich bin an deinem Haken hängen geblieben. Shitter. Sorry. Klödi kommt. Ach, Kacke. Ich wollte noch abbiegen. Entschuldigung. Ich finde meine Aussprache bei DBD ist immer etwas... Entschuldigung. Ist etwas derb, aber es geht mir auch so. Man rutscht dann in so einen fluchenden Slang. Naja, jetzt hebt sie mich. Oh, man fängt automatisch an, vor sich hin zu schimpfen und zu fluchen. Es geht einfach nicht, dass man bei DBD nicht flucht. Es geht nicht. Nee. So, hier unten sitzt einer am Jen, das ist der Jake. Jake, das ist dumm, den Jen anzumachen und dann zu mir zu kommen. Das ist richtig dumm. Ich wusste nicht, dass sie hinter mir ist. Okay. Jake hat Geline Zeit. Sie jagt mich aber, glaube ich, nicht mehr. Sie hat eben irgendwas kaputt gemacht. Hi. Oh. Ich wollte mich hier einfach mal heilen. So, komm her. In der Tür. Keine Ahnung, wo die ist. Oh, nicht. Jake steht hier drüben auch noch total reglos. Der ist auch an. Ist der im Badezimmer schon an? Also in diesem... Ich glaube nicht. Ich weiß aber auch nicht, wo das Badezimmer ist. Ich auch nicht. Ich tue nur so. Sie jagt wieder Klickerklödi. Es ist irgendwo am Rand. Das weiß ich, aber... Die waren hier gerade bei mir. Ich laufe hier nur Kringel. Alter, ich bin ganz in der Nähe. Quasi. Oh, ich hab's Badezimmer gefunden. Alter, ich habe übelst ein Chasing. Aber sie kommt hinter ins Badezimmer. Ich hol die Klickerklödi. Ja. So, Klickerklödi weg hier. Klickerklödi rennt von mir weg. Okay. Wenn wir Pech haben, holt sie Jake aus dem Schrank. Waffenschrank. Ich habe echt das Problem auf dieser Map. Ich finde hier nichts. Also wir haben hier unten noch zwei Gens. Ja, aber ich weiß nicht. Es können doch nicht nur noch zwei Gens übrig sein. Das ist doch nicht... Okay, der im Badezimmer ist jetzt an. Jake. Hi. Kacke, sie hat... Oh, da! Hat sie dich? Nein. Ich glaube, ich war gut getarnt.
Sie ist kurz bei Jake. Oh, verdammt, hier ist zu. Alter Falter, war das jetzt knapp. Okay, sie ist da drüben. Kommst du irgendwie zur Klicker-Klödi? Ich hab sie. Okay, okay. Ich hab nur erst den Weg suchen müssen. Oh, sie holt neue, neue Äxte. Also dort hinten beim Badezimmer, da ist noch ein letzter Gen. Ich bin über dem Badezimmer. Das finde ich jetzt den Weg zurück. Ich glaube nicht. Wo ist der Jen? Ich bin im Badezimmer. Ja, dann gehst du aus dem Badezimmer raus. Hi. Und ich glaube hier hinter. Sie kommen. Boah, ich hänge mit meinem Mauskabel im Moment immer fest. So, hier war noch irgendwo ein Jen. Ich merke mir das noch nicht, verdammt. Hier ist der Kühlraum. Der hier ist an. Wir sind mal beim Kühlraum weiter, ja. Hier ist ein Tor. Wenn hier ein Tor ist, da ist der Jen. Da in der Ecke. Ja, genau. Den meinte ich. Ich glaube, die ist tot. Sie kommt instant hierher. Naja, ich gehe schon. Ich glaube, sie hat gehört, dass ich ihren Tod umgemacht habe. Oder nicht? Ja. Was ist noch hier? Naja. Ich glaube, sie ist hoch. Verdammt. Hat sie dich? Nee. Sie rennt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich sitze quasi am... Ich stehe gern weg. Ich sitze quasi am Jen. Wo ist sie, ey? Ist, glaube ich, gerade wieder hoch. Hier unten am Jen. Ist nicht mehr. Oh nein. Hat sie dich? Yep. Ich bin oben jetzt. Wo ist Jake eigentlich? Ich komme auch hoch, pass auf. Wie schnell war die denn jetzt hinter mir? Okay, ich bin tot. Ich habe hier keinen Schrank. Jake rennt hier oben irgendwo rum. Schade. Aber der unten, der war jetzt bei einem Drittel mindestens. Ja, sie hat mich. Wow. Ja, sie hat mich. Das war's. Jake hat bestimmt die Luke, oder? Deswegen rennt er da oben rum, weil der hat nichts gemacht gefühlt. Ach, er ist in der Palette. Jetzt ist er oben. Aber kann die Luke oben spawnen? Oh nein, meine Netzwerkverbindung ist abgebrochen. Oh nein, ich kann jetzt nicht mehr zu dir umschalten. Oh nein, jetzt hast du auch diesen Fehler. Den hat Grenze ja auch. Jetzt bin ich bei dem Jake gefangen im Bild. Aber ich habe gesehen, was das für ein Rang ist vom Killer. Und? 1. Na, super. Ich möchte gern wieder Rang 13 sein. Mindestens. Ja, also ich habe jetzt das beste Bild überhaupt. Ich habe die Luke. Hier bei mir, wo ich liege, ist die Luke. Das gucke ich mir dann in deinem YouTube-Video an.
ich krabbel da jetzt aber sie nicht ist hier hin, oben bei Jake. Jake ist am Ausgang. Ich weiß nicht, woher sie das weiß, dass er hier ist. Krabbel ich doch zur Luke. Ja, ich würde erstmal dort irgendwie bleiben. Weil sie jagt jetzt den Jake. Aber ich weiß nicht, ob er tot ist am Haken. Alles. Please, Jake. Ja, der kommt jetzt hierher. Sie hebt ihn auf jeden Fall. Bitte lass dich sterben, Jake. Oh, er ist tot. Du schaffst es raus. Nee, das würde ich noch nicht sagen. Okay, er ist gleich tot. Geh auf. Gleich. Jetzt. This was very knapp. Puh, jetzt war ich mal ein Lukenlacker, ey. Mein Gott. Wie spannend war das bitte? Ja, aber wirklich. Alter Falter. So, also ich sehe jetzt nicht, wenn jetzt hier irgendwas im Chat geschrieben wird. Ich sehe es nicht. Ich habe Fehler. Ich habe auch keine Netzwerkverbindung. Ich bin auch rausgeflogen. Oh, dann sind die Server down, würde ich behaupten. Ja, oder Steam oder so. Irgendwas ist jetzt down. Gut, dann haben wir ja jetzt Glück gehabt, dass das jetzt unsere letzte Runde war. Ja. Alter Schwede. Ja, wie gesagt, ihr seht es ja hier bei mir im Bild noch so ein bisschen, dass das ein Rang 1 Killer gewesen ist. Alter Falter. Ja, das war unsere 20. Folge DBG. Ich meine, anderthalb Mal entkommen, anderthalb Mal gestorben, wenn man es so sieht. Ja, und die ist halt auch, wir haben es halt nicht geplant, ne? Aber die ist schon relativ lang geworden jetzt, die Folge. Ja, wirklich, die ist richtig lang. Ich meine, jetzt die letzte Runde war ja schon mega lang. Also, ja. Und ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wenn ihr mal Lust habt, das Ganze noch aus Tinas Sicht zu sehen, dann schaut bei ihr auf jeden Fall vorbei. Ihr findet sie unter dem Kanal Kupfermünze. Ich verlinke sie euch aber auch nochmal unten in der Infobox. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns wie immer fürs Gucken. Wünschen euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.